So the idea to this education project started because we are doing a chamber music project in the Faduzza Saal, and because it is a concert with contemporary music and it's mainly aimed at young people, we wanted to have an education project to go with it to really involve those young people as well. Was mir ziemlich gefällt bei dem Projekt ist einfach die Zusammenarbeit mit dem TAC, professioneller Bereich und Schule. Das bringt so eine Energie, wo beide, glaube ich, über ihre Grenzen hinauswachsen. Vor allem die Jugendlichen lernen Künstler, internationale Künstler kennen, wo sie, das ist eine bleibende Erinnerung in ihrem Schulalltag. Da haben sie mitgemacht, da haben sie durchgehalten, da haben sie auf der Bühne sind sie gestanden und haben etwas erlebt und haben Musik erlebt. Um es geht es mir eigentlich da, Musik, dass sie so eine Sehnsucht nach dieser Musik erleben und dann ist immer wieder wenn. I think for me, I feel more and more that the kind of, what's the word, the responsibility of musicians is to not only share our skills with an audience, but I think also to share our skills with the next generation of musicians. Die Zusammenarbeit mit den Schülern, da macht mir sehr Spaß, weil sie viele davon sehr interessiert sind und irgendwie lernwillig sind und gierig irgendwie neue Sachen zum erfahren. Au! Wir Jugendliche haben das große Glück, an diesem Projekt teilnehmen zu dürfen und wir würden gern das Glück weiterleiten. Der Eintritt ist frei und wir hoffen aber, dass wir dafür viel Spenden sammeln können. Wir haben uns entschieden für das Rockeller Hilfswerk in Salasani. Wir hatten eine Lage gehabt und es hat uns allen sehr gefallen. Und wir haben jetzt ein Konzert und wir wollen alles super sein, weil wir alle super motiviert und super talentiert sind. Also mir hat am meisten gefallen, dass wir halt alle zusammen geschafft haben und dass wir halt wie eine Gemeinschaft geworden sind, halt so eine grosse wie eine grosse Familie. Mir hat die Zusammenarbeit mit allen Schülern gut gefallen. Es war mal was anderes als die ganze Zeit nur Mathe und Unterricht. Mir hat besonders gut gefallen, dass wir so viel schulfrei hatten, wie jetzt. Ein paar haben jetzt noch Schule und wir sind hier und haben Probe gehabt. Mir hat gefallen, dass wir so viel schulfrei hatten. Ich habe auch noch gut gefunden, dass alle Klassen gemischt sind. Also, ja, dass alle Klassen gemischt sind. In der nächsten Zeit werden wir sicher mehr Musik machen und ich freue mich schon auf den Auftritt. Und es hat mir auch gefallen, dass wir so viele Proben hatten und so grosse Musiker da waren. Ja, also das war schon gut, dass so viele Musiker da waren. Wir konnten viel lernen. Das Lager hat mir sehr gefallen und wir haben jetzt auch viel geprobt. Und ich werde mich freuen auf das Konzert.